Freiheit, du warst schon immer das, wonach ich such. Vom ersten bis zum allerletzten Atemzug. Ich will die Ketten sprengen und raus aus dem Käfig. Lauf so schnell ich kann, doch es geht nicht. Mann, ich will die Mauern niederreißen. Nein, ich brauch mir nicht zu weisen, seh das Business. Ich nehm mir die Freiheit, drauf zu scheißen. Freiheit wie das Meer, wenn die Brandung bricht. Mach die Augen auf, endlich wieder Land in Sicht. Lass mich frei, wenn du mich liebst. Und wenn ich will, komm ich zurück. Du bist immer noch das allergrößte Stück von meinem Glück. Duft von Freiheit, inhalier, nur deshalb bin ich hier. Bin dank dir von der Raupe zu einem Schmetterling mutiert. Ich lasse los von dem Hass, denn der Hass macht mich schwach und raubt mir mein Lachen. Der Kampf gegen glückliche Sklaven ist schwer. Eins gebe ich sicherlich nie wieder her. Meine Freiheit, schrei es hinaus so laut wie du kannst. Freiheit, denn diese Fesseln leg ich mir nie mehr an. Freiheit, auch wenn ich für dich heute mein Leben verliere. Freiheit, tief in meinem Herzen auf ewig bei mir. Yo, Brofist für die Freiheit. Hi Leute, ich hoffe es geht euch gut. Wenn euch dieser kleine Spontan-Song zum Thema Freiheit gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ich habe mir in den letzten Tagen ein bisschen Gedanken über das Thema Freiheit gemacht, was Freiheit für mich bedeutet. Und das habe ich niedergeschrieben. Ich wollte das einfach mal nutzen, um mich zu bedanken bei ein paar Leuten, weil Freiheit kann man sich selber zwar nehmen, Freiheit bekommt man aber auch oft von anderen geschenkt. In Form von Zeit, Geld, Liebe, Aufmerksamkeit und so weiter. Und das alles ist natürlich miteinander verbunden. Deswegen habe ich mir eine kleine Liste gemacht und wollte mich einfach mal bei ein paar Leuten bedanken. Kommt so ein bisschen rüber wie so ein Jahresabschlussvideo, aber ja, es war mir einfach daran gelegen, weil als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was Freiheit für mich bedeutet und wie viel Freiheit ich habe, habe ich mir gedacht, krass, und das Ganze geht nicht ohne ein paar Leute. Und zwar steht ganz oben auf meiner Liste natürlich Niki als einfach unglaublich krasse Begleitung, egal ob sie mir ein Video dreht, ob sie mir eine Gitarre einspielt, ob sie einfach an meiner Seite ist und mich unterstützt. Und einmal an dich persönlich, Niki. Du weißt, wie viel du mir bedeutest, spätestens seit dem Freestyle auf dem Weihnachtskonzert. Und ich hoffe, wir werden noch viele weitere Jahre miteinander verbringen. Direkt an zweiter Stelle kommt natürlich Nico, mein bester Freund, mein Produzent, mein Herz und meine Seele, meine Einheit. Der Typ, der hinter den ganzen Songs steht, der die quasi für euch komponiert und produziert und versucht, aus meiner Stimme noch das Beste rauszuholen. Und ich weiß es einfach noch mehr zu schätzen, spätestens auch nach diesem Jahr voller guter, echter und falscher Freunde, weiß ich zu schätzen, wie sehr du an mich glaubst und wie sehr du dir den Arsch aufreißt und wie sehr für dich eben nicht der kommerzielle Erfolg, sondern das, was wir tun, im Vordergrund steht. Dafür danke ich dir sehr, Bruder. Dann danke ich natürlich auch meiner Mutter und meiner gesamten Familie für ihre Unterstützung, für die Liebe, für die Stärke, die sie vor allem in diesem Jahr bewiesen haben, für den Zusammenhalt, die netten Worte und den Glauben an mich. Dann möchte ich mich noch bei ein paar Leuten bedanken, die verschiedene Projekte unterstützt haben. Und zwar ist es einmal der Marco Henn von MSB Films. Ihr findet auch seinen Kanal direkt in der Videobeschreibung. Der hat ein paar Videos gedreht von der Band und mir im Studio. Zum Beispiel das Herzinfarkt-Video, was ihr gesehen habt. Und da werden auch noch zwei andere Videos kommen, die er gedreht hat. Also checkt ihn mal aus. Er macht auch coole Kurzfilme und so weiter. Der Marco, ein ganz lieber Mensch, befindet sich jetzt gerade, ich glaube, noch bis April auf Weltreise. Ne? Wer hat, der hat. Aber Marco, liebe Grüße auf jeden Fall von hier. Frohe Weihnachten aus Neuss. Dann auf jeden Fall an den Jakob, der Lichtmaler. Checkt auch seine Facebook-Seite unten in der Videobeschreibung. Der Jakob hat zum Beispiel... Oh, jetzt klingelt gerade mein Handy. Eine Sekunde. Ah, der Nico am Start. Was geht, mein Lieber? Nicht mal 10 Minuten und schon ruft der an, ey. Ja, das ist Freiheit, Bruder. Ja, ich hol gerade raus, ja genau, deswegen hast du die Freiheit genommen, nicht ranzugehen. Ja, danke, dass du dir die Freiheit genommen hast, mich anzurufen. Ich check's gleich aus. Ich hol dir das raus, ich kann dich zum Hochgehen. Okay, mach das. Ich hab noch 7 Minuten. Okay, ja, ich ruf dich gleich nochmal zurück. Bin gerade was am Aufnehmen. Ja, okay. Okay, ciao. Der Nico, siehst du, jetzt wo ich gerade quasi den Abspann aufnehme für dieses Lied, ist er gerade dabei, das zu mischen und mir das hochzuladen. Unglaublicher Kerl.
Stehen geblieben waren wir, Nico. Danke, ich lasse es einfach drin hier mit dem Telefonat. Wir sind stehen geblieben beim Jakob. Jakob hat zum Beispiel mehr sein das Akustikvideo gedreht und Menschen wie wir und auch noch ein anderes, was ihr noch sehen werdet und noch ein anderes, was ihr noch sehen werdet. Das heißt, der Jakob ist am Start. Der Jakob hat auch damals schon atemlos gedreht. Der Jakob hat zum Beispiel mein schönes Facebook-Profilfoto gemacht. Checkt mal seine Seite aus vom Lichtmaler unten in der Videobeschreibung. Dann gibt es noch den Nicolas Heinzel, der mich jetzt auch schon unterstützt hat bei einem Videodreh im Stück Gut. Und den solltet ihr auf jeden Fall auch mal auschecken. Abgesehen von seinem riesengroßen Talent ist das auch ein ziemlich cooler Typ. Nicolas Heinzel Film macht Kurzfilme, macht auch Musikvideos unter anderem für Dark Dust und andere Künstler. Steht auch in der Videobeschreibung, checkt ihn aus. Nicolas, vielen Dank. Große Dinge werden noch kommen. Danke auch an Digges Ding. Das sind erstmal menschlich super coole Typen. Danke auch, dass ich bei ihrem Format One Taker mitmachen durfte. Danke aber auch, dass sie bei dieser ein Licht für Menschen in der Not zu sein Aktion mitgemacht hat. Denn sie haben die Kameras gehalten, sie haben gefilmt und haben wirklich cool etwas daraus geholt. Deswegen danke an Levi, danke an Pesh, danke an Sayok von Digges Ding. Danke auch an Vasili Gradowski, der den Sound von der Band ziemlich fett gemacht hat, der das aufgenommen hat, der stundenlang mit mir mich motiviert hat, in der Gesangskabine nochmal einen Take aufzunehmen, der teilweise Harmoniestimmen mit mir entwickelt hat und nicht aufgegeben hat. Danke, Vasili. Genau, wen haben wir hier noch? Ich bedanke mich beim Changeman für das Drehen von Am Ende des Tages in diesem Jahr. Changeman, cooler Typ, seinen Kanal findet ihr auch in der Videobeschreibung. Danke an den Fit & Fight Sports Club. Nochmal danke an Kerwin und Erik dafür, für die Boxer-Szenen, für das Musikvideo von Zu dir. Danke an Lindig Arts, an die Ballettschule und danke an Violetta und Svetlana, dass sie so schön mitgemacht haben, auch für das Musikvideo Zu dir. Danke an das ganze Team von NixTV, die mich dieses Jahr zweimal eingeladen haben, einmal so und einmal mit Niki für die Unterstützung. Danke auch an Violetta vom Stadtkurier, dass du ab und zu über die Musik berichtest. Danke an Mr. Trashpack, dass du auch über die Musik berichtest und dass du in Berlin auch die Kamera gehalten hast. Danke für die Begleitung beim Cool Savage Pre-Listening-Konzert. Danke an die Geschmacksverstärker, besonders auch an den Heiko, dass er an zwei Tagen hintereinander gefilmt hat in Berlin. Danke an Kai Schlossmacher für die Location Stück Gut. Und natürlich nicht zu vergessen, ein Riesendank an die Community, denn ihr seid die Leute, die mir dabei helfen, daran zu glauben, was ich mache. Und zum Beispiel jetzt alleine das Video Ein Licht zu sein für Menschen in Not hat jetzt nach 3 oder 4 Tagen über 1000 Daumen hoch, so viele Kommentare, so viel Bestätigung, so viel Liebe. Egal ob das Nachrichten sind, Kommentare sind auf der Facebook-Seite, Likes, Shares, E-Mails, die Leute, die CD bestellen, die Patreon-Leute, die mich unterstützen. Danke, ohne euch wäre das alles nicht möglich. Freiheit, wenn ihr wollt, schreibt einfach, was Freiheit für euch bedeutet, in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit und freue mich jetzt schon, wieder von euch zu hören. Brofist!